Wie sollte ein Mann in der heutigen Zeit gekleidet sein, damit er gut bei Frauen ankommt? Herzlich willkommen, mein Name ist Don John Verführt, dein Flirttrainer und Dating-Coach. Und auf diesem Kanal hier lernst du, wie du fernab vom Online-Dating und fernab vom sozialen Kreis, wann immer du willst, neue Frauen ansprechen, daten und verführen kannst. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gibst du dem Video immer einen Daumen nach oben und hinterlässt einen Algorithmus-Kommentar. Es gibt niemanden Besseren, der euch dazu was sagen kann, und zwar mein Style-Coach Dennis. Hey Leute. Dennis arbeitet seit einiger Zeit für mich als Style-Coach und der kleidet meine Teilnehmer aus dem Flirt-Coaching ein. Ich mache das ja in den letzten, mit 25 habe ich angefangen, das hauptberuflich zu machen, und mir ist aufgefallen, dass sich die Teilnehmer zum Teil gut kleiden, zum Teil auch katastrophal, und immer wenn ich denen gesagt habe, hey, kauf dir mal neue Klamotten, das sieht so semi-gut aus, dann kaufen sie mehr vom Gleichen. Das heißt, du brauchst eine externe Meinung. Dennis hat auch mich immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden in den letzten Monaten und letzten Jahr. Und man muss sagen, dass das natürlich schon was ausmacht, vor allem wenn du Frauen ansprichst, weil die Frauen kennen dich nicht und du willst den bestmöglichsten ersten Eindruck hinterlassen bei den Frauen, die du ansprichst. Und vor allem, wenn du jetzt sehr gut aussiehst, dann kannst du da noch mehr aus dir rausholen. Und wenn du durchschnittlich oder sogar unterdurchschnittlich aussiehst, ja, ich denke, keiner würde von sich behaupten, dass er unterdurchschnittlich aussieht, aber man kann da viel rausholen, vor allem was die Körper, was die Passform angeht, was den Hautton angeht, welche Farben zu einem passen. Und es macht einfach viel mehr her, wenn du gut gekleidet bist. Man sagt ja nicht ohne Grund, Kleider machen Leute. Und ich habe da in meiner Aufreißerkarriere eigentlich viel zu spät den Fokus darauf gelegt und hätte sicherlich, wenn ich schon von Anfang an besser gekleidet wäre, noch bessere Ergebnisse erzielt. Ne? Ich kann da vielleicht mal einblenden, den einen oder anderen Live-Flirt, wie ich da rumgegurkt bin, wie ich da ausgesehen habe. Letzten Endes solltest du dich bestmöglichst optimieren. Das Wichtigste ist natürlich, dass du rausgehst und ansprichst, aber wenn du das eh schon machst, schau, dass du on top gekleidet bist. Ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Dennis, was ist denn aus deiner Erfahrung nach der Stil, den die Leute heutzutage tragen sollten? Oder worauf sollte man überhaupt Acht geben, wenn man sich gut einkleiden möchte? Ja, okay, ich halte das Ding. Hi Leute, genau, also worauf sollte man achten, beziehungsweise welchen Kleidungsstil empfehle ich? Ich empfehle grundsätzlich immer einen maskulinen Kleidungsstil, einen coolen Kleidungsstil, vor allen Dingen auch für das, was wir halt machen, Frauen ansprechen, Frauen wollen richtige Männer, und ich denke, heute setzt du vor allen Dingen auch einen coolen Kontrast oder einen krassen Kontrast zu den, ja, ich sag mal, verweichlichten Männern, die halt draußen sind, indem du dich auch stilmäßig abhebst und beispielsweise ein cooles maskulines Outfit trägst. Mhm. Ich empfehle vor allen Dingen auch zeitlose Klamotten, also vor allen Dingen, wenn ihr eure Garderobe gerade aufbaut, empfehle ich vor allen Dingen Mäntel, Lederjacken, irgendwelche Sachen, die halt wirklich vor 20 Jahren cool waren, vor 40 Jahren vielleicht auch cool waren, die heute immer noch cool sind, einfach weil es keine Trends sind, wie irgendwelche Pufferjacken oder keine Ahnung was, die halt kommen und gehen, sondern irgendwas ist, was ihr halt wirklich tragen könnt heute Morgen in 10 Jahren. Und was einfach immer cool aussieht. Okay, so klassische Sachen. Peaky Blinder, was sagst du zu deren Stil? Ist das was Zeitloses? Kann man das tragen oder eher nicht? Peaky Blinder, ich habe mir ein paar Episoden angeschaut durch dich. Die ziehen sich auf jeden Fall sehr geil an. Aber Peaky Blinder, das war ja auch eine Gang, die war halt dafür berüchtigt, dass die sich gut anziehen. Das war halt quasi auch so ein Markenzeichen von denen in ihrer Gangkultur, oder wie man das nennen kann, dass die sich halt abgesetzt haben mit ihren Klamotten. Also da war es auch schon wichtig. Genau, aber Peaky Blinder ziehen sich geil an, ja. Okay. Meinst du, man könnte auch so rumlaufen oder ist es ein bisschen zu exzentrisch? Also ich meine, von den Episoden, die ich jetzt im Kopf habe, ich würde sagen, die sind halt gut gekleidet, ne? Das sind auch klassische Anzüge, sehr elegant, also ähnlich auch wie das, was du gerade anhast. Vielleicht von den Farben jetzt nicht unbedingt blau, sondern die hatten eher so nochmal schwarz und alles. Aber doch, das ist auf jeden Fall ein Stil, der cool ist, aber sich auch gut abhebt. Okay, alles klar. Schuhe? Sportlich, elegant, Mix, was würdest du sagen? Ja, immer was bisschen von allem da haben, auch je nachdem, welchen Stil man fährt. Ich empfehle sowieso halt immer einen, ich sag mal, eher Bad-Boy-Stil zu fahren, einen vielleicht schickeren Stil und einen Casual-Stil, damit man einfach halt mehr Optionen hat in seinem Kleiderschrank und damit man auch nicht immer so monoton wirkt, sondern auch jeden Tag vielleicht was anderes anhat. Und mit der Zeit kann man sich halt auch immer mehr festlegen, also dass man zum Beispiel sagt, okay, mir gefällt halt dieser Lederjackenstil und dieser elegante Stil gefällt mir sehr und das fühle ich auch. Ich bin vielleicht dieser Businessman, deswegen ziehe ich mich halt immer ein bisschen schicker an.
Aber grundsätzlich empfehle ich auf jeden Fall zu variieren auch, was die Klamotten angeht. Also Variationen schon. Und was gibt's da? Also Bad Boy Stil, klassischer Stil, Casual Stil, das sind so die Sachen, an denen man sich orientieren sollte. Genau, das sind auf jeden Fall die drei Kategorien, wo ich halt sagen würde, sowas sollte halt jeder im Kleiderschrank haben. Es gibt halt alles Mögliche, ne? Es gibt Street, irgendwie Street Fashion, es gibt auch noch Skater-Stile oder keine Ahnung. Mhm. Aber das sind halt schon eher nischige Sachen, wo man halt vielleicht zu einer bestimmten Gruppierung auch gehören muss. Mhm. Aber auf der anderen Seite halt elegant oder halt casual, wenn man irgendwie tagsüber unterwegs ist, trotzdem gut aussehen will. Ich denke, das sind halt so drei Kategorien, die jedermann zu Hause haben sollte. Mhm. Genau, also in dem Zuge auch nicht sich zu sehr festfahren auf eine bestimmte Nische, weil das würde ja dann bedeuten, dass du auch viele Frauen ausschließt wiederum. Ne? Also natürlich solltest du dich wohlfühlen in deinem Klamottenstil, aber du solltest auch aufpassen, dass du da nicht zu extrem wirst in eine Richtung, weil das wird auch viel polarisiert halt, wird auch viele Frauen einfach wieder abstoßen, habe ich mal in einem der letzten Videos auch gesagt. Genau, was also... Du kennst ja auch meine Teilnehmer, du machst ja auch mit den Fotoshootings, kleidest sie ein in Berlin. Wenn du die so siehst oder auch in der Style-Coaching-Gruppe, wenn die ihre Stile fotografieren oder sich dir zeigen, bevor du mit denen rausgehst, was fällt dir dann auf, was immer so semi-gut aussieht? Ja, genau, sowieso halt die Teilnehmer, die bei dir im Coaching sind, wir haben ja diese Collab oder wie man das nennen möchte, die können ja auch immer ihre Outfits posten. Ich schaue da nochmal drüber, ob das vom Stil her klar geht oder wie es halt aktuell stilmäßig steht. Es ist wirklich sehr gut und ich würde es so lassen. Oder braucht man halt ein bisschen Hilfe, weil es vielleicht ein bisschen zu langweilig ist oder geht der Kleiderschrank halt gar nicht. Man muss halt wirklich nochmal drüber gucken. Und insgesamt, was halt die meisten Fehler sind, ich würde sagen halt falsche Passform. Mhm. Leute, die halt wirklich vielleicht in der Länge eine 36 tragen, obwohl die eine 32 haben als Beispiel. Also so zeltmäßig. Ja, zeltmäßig, das ist halt alles sehr gewölbt und liegt halt nicht schick an, sondern sieht halt eher katastrophal aus. Mhm. Bei Shirts genauso, bei Pullis, ne, dass man halt zu große Sachen trägt, Sachen, die nicht vom Schnitt auf einen passen, die halt in den Schultern zu breit sind. Mhm. Das sind auf jeden Fall große Fehler. Ansonsten würde ich sagen... Frisur? Kannst du dich noch erinnern? Du weißt ja, dieser eine Teilnehmer, den du auch als Testimonial hast, der vorher aussah wie von Mami eingekleidet und so richtig lange Haare hatte und im Nachgang wirklich top gekleidet war. Ne? Im Nachhinein wirklich top. Können wir einblenden, ne? Weil er hat ja kein Problem damit. Er hat das ja auch in die Gruppe da hier als Testimonial gegeben. Können wir einblenden, können wir wahrscheinlich auch noch einblenden, was er noch in die Gruppe geschrieben hat, weil da hat er auch geschrieben nach dem Umstyling, ich merke immer mehr, wie sich alles ändert seit dem Umstyling, bei ihm war halt wirklich vorher ein sehr schlechtes Outfit. Ja. Ich merke immer mehr, wie sich alles ändert, der hatte davor auch nicht gute Reaktionen von den Frauen und dann hat er geschrieben, seit dem Umstyling wurde ich das erste Mal von einer Frau selber angesprochen, also die proaktiv auf ihn zugegangen ist, ihm ein Kompliment gemacht hat, ich glaube, sich die Nummer geklärt hat. Ja. Also bei solchen Leuten ändert sich dann halt immer am meisten natürlich. Genau, und noch eine kleine Anekdote am Rande. Die Mutter von ihm, die war gar nicht mehr begeistert, weil die hat ihn ja mehr oder weniger damals so eingekleidet. Und hat gesagt, ja, so wie du jetzt rumläufst, gefällt mir das gar nicht so. Weil natürlich die Mütter, die erziehen ihre Kinder, ihre Söhne vor allem immer so, dass sie liebe, nette Typen sind, die sie aber selber niemals daten würden. Und das war jetzt halt ein Kontrastbeispiel. Ne? Mhm. Jetzt sieht er anders aus, besser aus, aber die Frau, die Mutter, findet das nicht mehr so toll, weil er jetzt halt nicht mehr so brav und lieb aussieht. Halt, ne? Ja. Und deswegen, also da hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Genau, so viel dazu. Dann, du Online versus Offline-Shopping habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Was sollte man denn beachten, wenn man Online-Klamotten einkauft im Vergleich dazu, wenn man vor Ort im Geschäft ist? Ja, Online versus Offline, was ich halt meistens mache, ich empfehle halt sowieso Leuten, die im Style-Coaching sind, einfach sich mehr mit dem Thema Mode zu beschäftigen. Nicht so viel wackeln, bitte. Ich muss mal da die gleiche. Sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und shoppen dann auch ruhig zur Routine machen. Ne? Ob das jetzt online oder offline ist, beides ist halt okay. Mhm. Das eine hat halt den Vorteil, wenn du online bist, du hast halt mehr Auswahl, du hast alle Brands, du hast, keine Ahnung, Asos, Farfetch, Zalando, du hast halt alle möglichen Shops, wo du einkaufen kannst. Alles ist verfügbar, du kannst dich auf die Merkliste setzen lassen, wenn irgendwas nicht verfügbar ist. Offline hat den Vorteil, du kannst natürlich immer alles vor Ort anprobieren. Gehst halt in den Store und merkst halt direkt, okay, das passt zu mir, das passt nicht zu mir, du siehst den Schnitt und. Und offline hat vor allen Dingen auch den Vorteil, du kannst halt nebenbei Frauen kennenlernen, wenn du shoppen gehst, so. Das ist natürlich auch immer was Gutes.
Und ja, grundsätzlich empfehle ich Leuten, das aber immer zur Routine zu machen. Ne? Ob das jetzt einmal im Monat ist, vielleicht mal shoppen zu gehen, einmal im Quartal, halt je nach Präferenzen, aber dass man einfach mehr so ein Bewusstsein dafür bekommt und auch langfristig seine Garderobe gut aufbaut. Genau, und vor allem nicht den Fehler machen, okay, scheiße, ich bin nicht gut gekleidet, jetzt hole ich mir erstmal drei Ganzkörper oder gebe jetzt 500 bis 1000 Euro aus für schöne Klamotten und dann aber 2 Jahre nichts mehr kaufen, sondern du willst ja deinen eigenen Stil weiter finden, definieren und optimieren. Das heißt, natürlich erstmal diese drei Grundstyles und danach ist wichtig, dass du dir, wie Dennis schon gesagt hat, einmal im Monat dir etwas zulegst, sei es ein Accessoire, sei es ein extra Shirt. Und vor allem trag die Sachen nicht zu lange, wenn die so ausgewaschen sind. Eine Frau sieht das, wenn die Sachen ausgewaschen sind. Trag die, geh pflegsam damit um, wenn du dir höherwertigere Klamotten kaufst, halten die eh länger. Aber schau, dass du immer wieder refresh deine Garderobe oder was Neues dazu holst und damit du auch ein besseres Gespür bekommst dafür halt, ne? Deswegen, du machst ja auch in der Nachbetreuung das so, nachdem du die eingekleidet hast, die haben so quasi drei Ausgangspunkte und dann kaufen die dir selber irgendwas noch dazu und die schicken dir ein Bild und du sagst einfach Top oder Flop, damit die einfach noch ein bisschen besseres Gespür dafür bekommen, was gutes Aussehen oder was ein guter Stil ist. Genau. Genau, also in der Nachbetreuung gehen wir halt dann meistens den Kleiderschrank auch nochmal durch, damit man auch wirklich die alten Klamotten los wird, die halt wirklich gar nicht dazu passen. Man kann sich halt an den drei Outfits orientieren, die wir im Coaching zusammengestellt haben. Aber vor allen Dingen auch, was du halt vorher gemeint hattest, mit dem nicht zu viel Klamotten auf einmal rauswerfen, nicht zu viel Geld für Klamotten auf einmal, sondern das zur Routine machen, weil das kenne ich von anderen Leuten. Ich kenne das von mir ganz von früher, als ich noch in der Schule war, ich auch richtig hässliche Baggy-Klamotten angezogen habe, weil es halt gerade Trend war. Ich habe mir den Kleiderschrank voll gekauft für, keine Ahnung, 500 Euro, 700 Euro auf einmal, obwohl ich davor vielleicht ein Jahr nicht shoppen war. Und am Ende des Tages, nach 2 Monaten, fand ich das langweilig. Das waren keine zeitlosen Outfits, wie das, was ich vorher genannt habe, sondern es waren halt eher, ja, Trends, das waren irgendwelche richtig fetten Prints, daran sieht man sich sehr schnell satt. Und ja, also den Fehler habe ich auch gemacht, deswegen nochmal zur Bestätigung letzten Endes, also lieber paar Mal mehr, also routinemäßig einkaufen gehen, statt halt einmal alles raushauen, vor allen Dingen, wenn du noch nicht die Ahnung hast, wie es am Ende auszusehen hat. Alles klar, was sind denn deine abschließenden Tipps, die du Leuten mitgeben kannst, die normal gut gekleidet sind oder die einfach überhaupt nicht gut gekleidet sind? Was würdest du denen noch sagen, worauf man achten soll, was man auch schnell ändern kann? Was sind deine Hacks? Okay, die Lifehacks kommen jetzt zum Start. Ja, also ich würde am Ende empfehlen, euch euren Körpertypen entsprechend zu kleiden. Das hatte ich ja ein bisschen angeschnitten, halt mit der Passform, dass die halt stimmt. Aber ihr könnt beispielsweise auch, wenn ihr ein bisschen dicklicher seid, das Ganze kaschieren, indem ihr Dinge tragt, die euch vielleicht ein bisschen mehr eine V-Form geben. Ihr Bisschen könnt länglicher machen, so, ne? ein bisschen länglicher machen. Also als dicke Person kannst du zum Beispiel halt Längsstreifen tragen. Die machen dich halt ein bisschen schmaler. Trag ruhig All-Black-Outfits. Die machen dich auch insgesamt schmaler. Also schwarze Klamotten. Und wenn du ein bisschen dünn bist, aber Muskeln, dann vielleicht ein bisschen enger oder damit man die Muskeln mehr sieht, ne? Dann vielleicht Genau, weniger so runde richtig. Eher Shirts. was Körperbetontes anziehen. Genau, V-Necks Aber gehen nicht dann zu auch eng, weil es sieht klar. dann so billig aus, Nicht ne? zu eng, nicht, dass es aussieht, so was sehe ich manchmal in Berlin hier am Alexanderplatz, wenn irgendwelche richtigen Gym-Bros ankommen mit solchen richtig engen Ja. Shirts und man sieht halt die Muskeln. Das Sieht sieht zu halt einfach billig nur aus. richtig kitschig aus. Ja. Und ja, also so vergrault ihr auch eher Frauen, als dass ihr einen positiven Eindruck damit macht. Aber deswegen genau der Körperform, also eure Passform genau kennen, eurem Körpertyp entsprechend anziehen. Also in dem Beispiel, wenn ihr halt dicker seid, ruhig schwarze Klamotten, vielleicht irgendwelche Blazer, die machen einen in den Schultern halt breiter, im Rücken schmaler. Lederjacken machen das genauso, Jeansjacken. Aber dann nicht so billige Blazer, ne? Weil wenn du so eine komische Einheitsgröße kaufst, das sieht einfach unförmig aus, halt, ne? Schon etwas, was deinem Körperbau entspricht. Und das sind meistens dann eher etwas teure Blazer, teure Anzüge, aber das ist sein Geld auch mehr wert. Das zweite, halt, wie ich schon gesagt habe, zeitlose Kleidungsstücke. Also, wie gesagt, einen Mantel, eine Lederjacke, kauft euch geile Boots, kauft euch eine dunkle Hose. Eine dunkle Hose könnt ihr zu allem tragen. Wie sieht es denn mit den Farben aus? Eher einfarbig oder zwei, drei? Wie viele Farben sollte man maximal wählen? Auch ein sehr guter Punkt. Man sollte sich vor allen Dingen am Anfang auch an neutrale Farben halten. Neutrale Farben sind beige, sind schwarz, weiß, marineblau, braun. Das sind neutrale Farben. Die kann man untereinander super kombinieren und man kann auch zwei Farben, die neutral sind, mit einer anderen Farbe, beispielsweise rot oder blau, kombinieren. Und es sieht halt immer noch gut aus.
Insgesamt sollte man halt 3 Farben maximal im Outfit haben. Und genau, halt hauptsächlich, wenn ihr euren Kleiderschrank aufbaut, ruhig auf neutrale Farben achten, die ich vorher genannt habe. Und dazu dann vielleicht ab und zu nochmal ein kleines Highlight-Stück sozusagen tragen. Dann halt vielleicht was Rotes zu den neutralen Farben. Das sieht dann gut aus. Und wie gesagt, man kann alles untereinander gut kombinieren. Genau, und ansonsten, wenn du so ein bisschen was Ausgefalleneres hast, wie dieses Shirt hier, dann sollte deine Hose da nicht noch so Karo, wie sagt man dazu, so kariert sein, weil das sind dann 2 verschiedene Muster. Also wenn du sowas hast, dann sollte die Hose einfarbig sein und keine Muster haben oder umgedreht. Wenn die Hose zum Beispiel so Karo-Muster hat, dann sollte es oben einfarbig sein, weil ansonsten sieht es deshalb komisch aus, weil es 2 verschiedene, wie soll ich sagen, Muster sind und das sieht dann eher affig aus. Darauf solltest du auch noch achten. Genau, ja, und dazu, das wäre dann auch noch der letzte Tipp, hebt euch ab, aber halt im positiven Sinne, weil beispielsweise, wenn du jetzt, wie gesagt, noch irgendwas kariertes oder halt in 3 Farben noch irgendwie lila dazu tragen würdest, würdest du dich auch abheben, aber es wäre halt eher komisch, ja. Aber hebt euch halt im positiven Sinne ab, zieht euch cool an, zieht euch stilvoll an, zieht euch elegant an, einfach so, dass es gut aussieht und ihr euch abhebt, aber dass die Leute nicht sagen, ah, das sieht so, was machen die karierten lila Hosen, sondern ja, geiles Hemd, geiles Outfit, gute Kombination, da stecken Gedanken halt hinter in dem Outfit. Ja, also ihr wollt sonderbar, ihr wollt nicht sonderbar aussehen, sondern besonders, ne? Das ist ein kleiner und feiner Unterschied. Und es gibt viele Leute, die ihr seht, die rumlaufen, die bilden sich einen Stil zu haben, aber sehen einfach total billig aus, ne? Und das ist eben wichtig, dass ihr da den Unterschied erkennt, wenn ihr euch bewusst gut kleiden wollt, dass ihr das nicht übertreibt, weil du kommunizierst zum einen etwas über deinen Stil, aber du subkommunizierst auch etwas Unbewusstes, was dir vielleicht im ersten Moment nicht bewusst ist. Und das wird die Frau merken. Die Frau wird dich auch einschätzen. Was für ein Typ ist das so? Ist er eher so, ist er eher so ein Business-Typ? Ist er eher so ein sportlicher? Oder aber nicht nur das, sondern auch wie die Art, wie die Klamotten zusammengewürfelt sind, zeigt auch mehr oder weniger, auch wenn es so ist, in welcher gesellschaftlichen Schicht du dich aufhältst. Ja, natürlich kann man da auch einiges faken, gar keine Frage, aber du sollst es halt nicht unbedingt so rüberkommen, als würdest du aus dem letzten Hinterloch gekrochen sein. Hier ganz enge Shirt, dann voll tätowiert, dann ja, komische, also nicht übertreiben. Es soll stilvoll, aber nicht zu plakativ sein. Das ist vielleicht noch ein guter Schlusswort. Stilvoll, nicht plakativ. Wenn du sagst, klingt alles schön und gut, dann würde ich mich freuen über einen Kommentar. Kannst mir deine Anregungen geben. Und wenn du grundsätzlich sagst, hey, schön und gut, bevor ich irgendwas mit Stil mache, ich muss erstmal wissen, wie ich überhaupt Frauen kennenlerne. Kommst du aus einer Ehe, kommst du aus einer Beziehung, weißt aber nicht, wie du starten sollst, brauchst jemanden, der den Arsch tritt, der hilft, Frauen anzusprechen und kennenzulernen, dann musst du nicht so bleiben. Unter dem Video findest du einen Link zum kostenlosen Erstgespräch oder oben rechts bei dem i. Da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich dann innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir. Und wenn du Interesse hast an einem Style-Coaching, schick einfach über den gleichen Link, sag, hey, habt ihr Interesse am Style-Coaching, dann werden wir uns bei dir melden. Ansonsten, wenn du eh bei mir im Coaching bist, dann lernst du meinen Style-Coach eh noch kennen und ja, sehr viele machen eh noch das Style-Coaching, buchen die dazu, da können wir dann extra nochmal darüber reden. Dann danke ich dir für deine Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.